So, da wären wir. Für die Leute auf YouTube, viel Spaß. Das ist der erste Part seit dem Splatfest. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was los war. Wann war das letzte Splatfest? Das nächste ist in 2 Wochen, das kann ich euch sagen. Oder war Big Big One? Nee, Splatfest war. Ja, das sind die Ergebnisse vom Splatfest. Was würdest du einen Tag mieten? Palast, Vergnügungspark, Strand? Willst du wieder raus, Chelsea? Das ist wunderbar. Ich hab dir gerade gesagt, geh lieber raus. Salmon One hat aktuell Krawalhalla mit sehr DPS-starken Combo. Ich muss übrigens den Vent hier anmachen. Ich kann den nicht überleben. Wir haben 29 Grad hier drin. Ja, wir können ja ein bisschen das normale Ding spielen und dann können wir nochmal wechseln. Der Rücken weh. Alles weh. Puh. Ich habe übrigens gesehen, wer gewonnen hat. Ich glaube jedenfalls, ich weiß, wer gewonnen hat. Ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, ne? Vergnügungspark. Und was? Ja. Ich skippe auch, weil. Also nicht, ich skippe nicht, aber ich überfliege das. Ja. Oh, wer hat wohl gewonnen? Hey, wir sind Zweiter. Wir hatten ja den. Ne, wir hatten den Palast. Krass. Sass. Ja. Ist wohl nicht so gut gelaufen. Moment, habe ich hier gerade so ein bisschen Probleme mit den Frames? Haben wir hier gerade Frame-Probleme? Ich hoffe nicht. Moment. Das fände ich jetzt aber hier eine Frechheit. So, Moment. Nicht Frame, so generell Probleme. So, wo habe ich denn hier das Aufnahmeprogramm? Hallo, Aufnahmeprogramm, wo bist du? Da. Aha! So, jetzt sollte besser gehen. Ja. Jetzt haben wir auf 60 FPS. So. Ja, ist alles gut. Ist alles gut. Ich will einfach nur die Punkte. Es gab ein Update. Wann gab es ein Update? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Makrelenbrücke, Mai Mai Resort. Übrigens ist immer noch nicht die. Im Prinzip habe ich von nirgendwo jemanden gehört, im Sinne von, wie das jetzt ist mit den DLC. Soll ich das noch weiter aufnehmen oder soll ich es nicht weiter aufnehmen? Ich weiß es nicht. 21 Supermuscheln. Ey, wir haben wenigstens etwas bekommen. Also. Wir sind ja bald schon wieder bei der nächsten Stufe. Krass. So, also wie gesagt, ich würde erstmal ein bisschen normal spielen. Wer mitspielen möchte, gerne. Ob sich von den Leuten... Achso, wir müssen sowieso wieder in die Stadt aus Splatoon 1. Das war da vorne, ne? Okay, ich kann auch durchs Menü gehen, aber... Ja, wegen den Shops, in den Shops kaufen. Das mache ich ja lieber da dann. So. Nee, aus Splatoon 2 muss ich rein, nicht 1. Aber ich müsste generell mal gucken, wo ich wie, was, wo noch brauche. Das ist Splatoon 1. Genau, 1 gab es in dem ersten Pass. Und wir wollen zu Splatoon 2. So, Kopolisplatz. So, jetzt ist es richtig. Ist das verwirrend. Ist das verfrannt? Ja, das sieht doch mehr sehr nach Splatoon 2 aus. Achso, und ich wollte in die Läden. Stimmt, ich sehe gerade, dass es jetzt schon im August Kleidungsstücke im Summer Online gibt. Hab ich auch noch nicht. Das August Kleidungsstück im Summer. Achso, gibt's ein neues? Nicht verraten. Auch wenn ich das bestimmt auch gleich sehen könnte. So, jetzt kommt raus, jetzt ist hier gar nichts. Doch! Das einmal neues Kleidungsstück. Sehr schön. Hm, ja,
eigentlich auch sehr viel mit 30.000, aber das lohnt sich gerade nicht. Das kann ich nur bei 5 Klamotten machen. Und ich würde gerne das Geld ein bisschen wieder sparen. Damit man erstmal die Sachen überhaupt voll bekommt, so wisst ihr. Aber naja. So, jetzt haben wir es. Jetzt können wir anfangen. Sorry für die... fürs Warten. So. Ja, Leute. Habe ich was zu berichten. Also es wurde auf jeden Fall seit dem letzten Mal das nächste Splatfest angekündigt. Das werden Senri und ich selbstverständlich auch spielen. Und es wurde meines Wissens nach... Wir haben noch 3x Geld. Und es wurde noch irgendwas... Und es wurde noch ein Splatfest angekündigt. Und zwar das finale Splatfest. Ja. Genau, es kommt ein finales Splatfest. Überraschung. ja. Ich suche mir gerade Kleidung, damit ich den letzten Wert dort noch holen kann. Ja, es kommt ein finales Splatfest. Also es sieht so aus, es wurde nicht so genau so betitelt, aber es klingt halt sehr nach einem Ende. Und ja, mal gucken, wie das auf jeden Fall wird. Ich bin gespannt. Und mal gucken. Oh, süß. Gut. Dann hast du eine Runde schon offen, weil es für dich... Nee. Dann mache ich mal eine andere. So. Ja, ich hoffe, das Netz geht. Ja, und die haben parallel dazu halt Amiibos angekündigt, tatsächlich. Schön, dass du mitmachst übrigens, freue ich mich. Und die sehen ganz cool aus. Ich muss mir unbedingt die Amiibos mal langsam holen. Ich bin auch noch so ein bisschen am gucken, weil im September kommt ja auch ein neues Zelda-Spiel raus. Und ich bin halt so ein bisschen am gucken, wie man das am besten sich holen könnte. Weil, da gibt es halt auch verschiedene Versionen von. Und es wäre ja schon eigentlich ganz geil, wenn man sich da... Also da gibt es so Vorbesteller-Boni und solche Sachen. Und ich bin halt auch schon am Überlegen, wie man sich das da am besten holt. Und wegen der Amiibos gucke ich. Und ja, habe schon ewig keine Expo mehr gespielt. Das kann nur großartig laufen. Also, mal gucken. Viel Erfolg. Sind die neu? Der eine Spieler sah ein bisschen frischer aus. Also ich habe das letzte Mal wirklich Splatoon gespielt beim letzten Splatfest. Ich hatte Bock gehabt die Tage, weil wenn man so am PC sitzt und du denkst so, ach, eigentlich könntest du mal so für so ein Ründchen anmachen, aber irgendwie hat sich das dann doch nicht ergeben. Oh, ich merke die 720p. Ich glaube, das Aufnahmegerät, das gibt das auch gerade aus, deswegen... Hier passiert hier gar nichts. Die Brücke ist neu, oder? Machen die Bubble Party? Sah so komisch aus. Ja. Ja, sonst habe ich eigentlich gar nichts. Zum Thema Splatoon zumindest. Und der Rest ergibt sich wahrscheinlich doch. Nö. Ist ein Spiel, was man zwischendurch mal zocken kann, einfach, ne? So. Und wir gucken uns den Spaß hier einfach mal an. Wahnsinn. Ja, ist cool. Ist einfach cool. Ja, also die Map haben die auf jeden Fall umgeändert. Und ein paar andere haben die ja generell noch ein bisschen angepasst. Ist das mehr Fläche? Ah! Wieso habe ich gedacht, dass das ein Trampolin ist? Ah! Der war das. Ja, also der spielt das wahrscheinlich noch nicht lange. Boah, ich denke gerade an Splatoon 1 Zeiten, ne? Boah, Splatoon 1 war so interessant damals. Müsste ich mal gucken, wie das mit diesen einen Server-Dingern ist. Wäre interessant, wenn man größere Community und so, dass man vielleicht sich mal da irgendwie absprechen hätte können.
Also für die Leute, die noch eine Wii U haben und das Spiel. Weil es gibt ja so eine Möglichkeit, das mittlerweile zu machen ohne Cheats. Da muss man dann irgendwie in bestimmte Sachen eingeben. So, Ulti ist bereit. Höh, da ist ja jemand mit einer... Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Spielen unglaublich komisch gerade. Aber richtig komisch. Naja, aber geschafft. Geschafft. Oh. Ja. Guck mal, ist eine Kleidung, die sich erhöht? Nein, noch nicht. Aber Katalogstufe 17. Ich muss ich auch noch hoch machen. Ne? Wann gibt's denn die nächste Season? Boah, bitte nicht Ende des Monats. Bitte nicht morgen. Nee, geht ja gar nicht. Sonst hätte ich ja diesen Multiplikator. So, also zwei Runden würde ich auf jeden Fall... Ja, die... Keine Ahnung, die haben komplett komisch gespielt, die da unten. Also zwei Runden würde ich auf jeden Fall noch machen und danach würde ich dann einmal rausgehen, wegen Kleidung nochmal umändern. Und dann mal sehen noch. Nächste Season gibt es an sich ja nicht mehr. Ach ja, stimmt. Stimmt. Ist ja die letzte. Die aktuelle endet August. Ende August. Okay, ja, aber das ist ja noch eine Zeit, damit kann man arbeiten. Ich bin so gespannt, wie die das Spiel am Leben, oder beziehungsweise ob die das am Leben erhalten wollen. Ich schätze mal, dass die vielleicht nochmal so ein paar Splatfeste zurückbringen könnten, was ich aber bezweifle. Das war ja damals nur bei Splatoon 2 zur Überbrückung. Sonst mal sehen, ne? Warte. Oh! Wie der kleine Mario da noch läuft, den habe ich noch gar nicht weggemacht. Hey Kitty, vielen Dank, falls du hörst. Vielen Dank für deine Subscription. Danke, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. 29 Monate. Krass. Danke dir. Ich bin ja mal generell gespannt, ob ein Splatoon 4 oder sowas kommt, ne? Theoretisch. Wäre ja eigentlich schön dumm, wenn die es nicht machen würden, ne? Um das so mal zu sagen. Ja, der hat mich gesehen. Ja, ich habe die Bombe gehört. Aber ich habe ja schon gesagt, ich wüsste persönlich nicht, ob ich die große Interesse hatte für Splatoon 4. Also storytechnisch ja, aber wenn die halt diese Online-Sachen nicht gelöst haben und sowas. Das ist ja so ein bisschen die Sache leider mit dem Spiel, wie ich finde. Irgendwie ist die Motivation total schnell im Keller irgendwie, wenn du dann halt anfängst, so ein bisschen competitive zu spielen und das Spiel einfach nicht will. Weil einfach keine Möglichkeit ist, um sich zu spielen. Ja. Sieht manchmal wie so ein Sniper-Pfeil aus, ne? Besonders weil da, oder Pfeil sag ich schon, so ein Strich. Na, ja, schade. Zu langsam. Ja, sehr schön. Ich antworte dir sofort. So, so, so. Passt ja. Ha! Ah, schade.
Also, sorry, dass ich nicht immer was schreibe, wenn ich dich online sehe, aber ich spiele meistens Shooter. Nein, das ist doch alles gut, das weiß ich doch. Das weiß ich doch, das hast du mir schon mal gesagt. Ich freue mich einfach total für die Unterstützung. Also auch wegen Lurk oder sowas. Aber ich war auch in letzter Zeit so gut wie gar nicht online, deswegen alles gut. Nee, ich freue mich total. Ich sehe das ja mittlerweile, oder generell sehe ich das ja viel, dass so viele Leute immer im Lurk sind. Und das finde ich so cool. Ohne Mist. Weil das ist ja eigentlich so der Sinn der Sache. Ich möchte ja auch immer mehr, eigentlich möchte ich wieder mehr zu diesem Let's Play-Element gehen. Dass ich hier halt ein Spiel spiele, vielleicht was man so ein bisschen interaktiv machen kann. Deswegen sage ich ja sowas wie Assassin's Creed fände ich ja lustig, weil wenn ich damit nicht weiterkomme. Das ist so ein Spiel, da kann man irgendwie sich unterhalten bei, finde ich. So, ich würde nur eine Runde machen, Chaos. Und dann würde ich einmal raus und dann gucke ich dann direkt Samon. Ich würde gerne die Waffe wechseln. Nein, das ist, glaube ich, interessanter. Ich glaube, ich gehe auf die Maske. Ja. Und ich gehe auf den Hut. Der ist sowieso cool. Joa. Ich weiß noch gar nicht, soll ich jetzt nächstes was leveln oder? Wäre eigentlich nicht doof, ne? Ja. Ich glaube, ich würde jetzt dieses Salmon One machen. Da gucke ich einmal nur so durch die Klamotten durch, aber ich glaube, das wäre ein bisschen angenehmer als nächstes. Du siehst doch, dass ich hier bin. Da musst du nicht weiterschießen. Naja. Obwohl ich ja gerne gesehen hätte, was die andere Map nochmal war. Ich weiß es gar nicht. Ich spiele jetzt die ganze Zeit irgendwie nur hier. Nee, mach einfach gleich weiter. Dann mache ich das ohne Effekt die nächste Runde. Ist ja auch egal. Einfach weiter. Ich will auf jeden Fall noch die andere Map haben einmal. Okay. Na, ah, die Bombe? Ja. Hey Saku, hi, was geht? Na. Ja, und ich würde gerne im Stream halt weiter Tears of the Kingdom nachzocken. Also das wäre auch eine geile Sache. Weil das Spiel habe ich immer noch nicht durch und ich schäme mich langsam dafür. Hä? Durch die Bombe? Krass. Oh, zu viel Klicks. Habe ich schon meinen Magen-Darm-Trip soweit wiederholt. Oh! Die Magen-Darm ist auch echt nicht schön. Aber gut, wenn es dir wieder besser geht. Super. Ich hoffe auch komplett. Weil so weit klingt ja nicht so, als wäre er komplett. Nee. Ja, shit. Wenn man in den Modus in der Ulti ist, dann kann man leider nicht so gut, da ist man nicht so beweglich. Hui. Was haben wir noch? Jetzt Konzentration. Ah, ist wieder da. Hi. Und gib mir die Ulti. Gib mir die Ulti! Na! Ich bin dann wieder. Oh, sonst ist alles weg. Kann wieder normal essen und trinken. Das ist gut. Ja, wir haben Disconnect. Ist der helle Wahnsinn, ehrlich. Ja, haben wir verloren. Nee, dann lass raus.
Raus, 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 raus. Das schmälert die Interesse an Weitermachen. Raus. Raus, raus, hören auf. Entschuldigung mit dem ganzen Hin und Her, aber nein. Raus. Raus, raus, raus. Dafür liebe ich die Spiele. Warum? Ich hatte so einen schönen Beitrag gesehen, irgendwie, wo auch Leute sich darüber aufgeregt haben mit diesem ganzen Online-Kack und die Leute haben auch echt keinen Bock mehr. Also du liest das überall, dass die Leute aufhören mit dem Spiel wegen diesem ganzen Online-Scheiß. Und ich kann es auch nachvollziehen. Wirklich, komplett. Also ich hätte keine Lust drauf. Auf Dauer. Letzte Woche hatte ich das erste Mal in meinem Leben Magen-Darm und das ist echt schlimm. Ich hatte das als Kind öfter. Wir hatten das einmal in der ganzen Familie. Das ist das Grünkohl-Fiasko von keine Ahnung wann. Ich hab's Gott sei Dank irgendwie so ein bisschen verdrängt, weil tatsächlich es hatte die ganze Familie und wir haben Gott sei Dank mehrere, also zwei Klos zur Verfügung. Oder drei. Und es war wirklich dann nur noch so ein Absprechen. Und wir mit sieben Leuten halt, ne? Und alle hatten gleichzeitig. Deswegen spiele ich lieber Summon One, die Gegner disconnecten nicht. Seltener. Nicht, würde ich nicht sagen. Es ist seltener. Ja, und das ist halt echt nicht schön. Es kam auch nichts. Aus dem Nichts im Bauchkrampf und so mit das Schlimmste ran. Ich glaube, das Schlimmste bei Magen-Darm finde ich dieses, du musst halt, also es gibt ja Magen-Darm, dass du halt wirklich, okay, das ist ein sehr unangenehmes Thema, ich will es jetzt auch nicht im Detail erläutern, aber dass es halt aus zwei verschiedenen Seiten, Probleme macht. Und, ich guck mal kurz, was ich, als nächstes aufleveln würde. Aber ich würde, glaube ich, Sachen sogar auf Null setzen, ne? Und worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Oder wie will ich da jetzt am besten drauf hinaus? Hey, wir haben sogar gute Klamotten, um das hier hochzuleveln wieder. Cool, schneller schwimmen wäre sogar tatsächlich eine Option. Ja, machen wir. Nehme ich auch schon mal das Item. Und ich finde halt, das Problem ist oft dabei, wenn du halt dieses Gefühl hast, der Körper will was abstoßen, du aber nicht mehr die Innlichkeiten hast, damit das aktiviert wird. Also du da im Prinzip nur die ganze Zeit im Würgen oder am Drücken bist. Das ist, glaube ich, das Unangenehmste an der ganzen Sache. Die Gegner disconnecten. Ja, ach so. Die Gegner disconnecten nicht. Seltener als die anderen. Ja. Dass wir sogar die Salmoniden disconnecten können. Jetzt lässt du dich aber auch mal disconnecten. Ich meine. Bist du bereit für den allerletzten Test? Ja. Das würde ich dann halt das nächste Mal machen. Ich glaube, sonst habe ich nichts mehr, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir Summon One, ne? Geile Kotzen habe ich von 13 Uhr bis 4 Uhr morgens 2 Tage lang gemacht. War schön. Ja, und das ist halt die Sache. Das meine ich. Richtig, das ist das Allergeilste und ich glaube, das ist so, ja. Und ich bin froh, dass ich das lange nicht mehr hatte. So.